Last time's meant to be a time. Dear Heavenly Father, thank you that you've brought us here once again together. And we ask for your blessing. And please bless Brother Lawrence so that he can clearly lay out your word to us. Please open our eyes, our ears, and our understanding that we may receive and understand what you want to give us. And we thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so yesterday we looked at the fact that we have to build the temple, right? So gestern haben wir angeschaut der Tatsache, dass wir den Tempel bauen sollten. And we just want to continue a bit on this topic. Und wir wollen denselben Thema etwas heute fortfahren. And we saw that the temple was to be built according to the divine pattern, right? Wir haben gesehen, dass das Tempel gemäß der göttlichen Muster gebaut werden sollte. And what is again the divine pattern? Und was ist diese göttliche Muster? Temple in heaven. Is the temple in heaven, and who represents the temple in heaven? Also ist es der Tempel im Himmel, und wer stellt den Tempel im Himmel dar? Let's go to Revelation 21. Lasst uns zur Offenbarung 21 gehen. And let's read verse 22. Und Vers 22. Maris, can I ask you to read verse 22 for us? Verse 22. He says, "And I saw no temple therein for the Lord God Almighty and the Lamb, but the temple of it." Yes, okay. So who is the temple? So where is the temple? God and the Lamb. Yes. So God and the Lamb, das Lamb. So basically we have to build our temple according to the character of Christ. So wir müssen unsere Tempel bauen gemäß der Charakter Christi. Okay. Remember that quote I sent you today? Yes. The relationship of the Father and Son is the relationship of Christ to his people, right? Yes. Is that the same as what it says there? In verse 22. Also der Beziehung, der Frage wird gestellt, der Beziehung vom Vater zu Sohn ist dasselbe wie der Beziehung von Christus zu seinem Volk. Und ist das denn nicht das, was hier in diesem Vers ist? Because we read that the 44,000 are the first fruits, right? Weil die 144,000 sind die Erstlingsgaben. So, our God is Christ, right? Unser Gott ist Christus. And the 144,000 is the Lamb. Und die 144,000 ist das Lamm, der perfekte Opfergabe. He says, I make unto him that is able to present you faultless before his throne. Right? So er ist imstande, dich makellos vor dem Thron zu präsentieren. And the walls were 144,000 according to the pattern of a man. Right?
Und die Wände waren 144.000 Ellen gemäß der Muster eines Mannes. Mm-hmm. Yes. I mean, that might be valid in this point also. Also das mag wohl gültig sein, diese Ansage. Okay. So, anyways, so we can see basically that the Lord wants us in this time here, when we just draw out this first box. So wir können sehen, dass der Herr uns in diese Zeit hier, wir malen jetzt nur diese erste Kasten aus. Here we are to build the temple. Hierin sollen wir diesen Tempel bauen. And we saw basically when the temple is completed, what comes down. Und wir haben gesehen, dass wenn der Tempel fertiggestellt ist, was kommt herab? The fire comes down. Right? Feuer kommt herab. Because here comes the prediction, P for prediction, comes true. So hier P steht für Vorhersage und es wird hier gegeben und hier trifft es an. Okay, so let me quickly draw this out. Markiere das schnell hier. Alright. So this goes here. Okay. So that's basically the first box. Okay, everybody. So knows. Jeder ist damit vertraut, richtig? Okay. So but I want to share now another concept that we must understand how we can build the temple. Aber ich möchte ein weiteres Konzept mitteilen, die wir verstehen müssen, wie wir das Tempel zu bauen haben. Because obviously in order to understand what is today, what do we need to do? So, um zu verstehen, was müssen wir heute tun? What do we need to do? Was müssen wir tun? Yes, we have to go in the past, right? So, wir müssen schauen in die Vergangenheit. So, we have to build the temple in the same way as they built the temple back then. So, wir müssen den Tempel auf denselben Weise bauen, wie sie es damals gebaut haben. Okay, so let's go now to this first quote that I posted this evening. So, in den Livestream gibt es Zitaten und lasst uns zu den ersten von den Zitaten gehen. Das ist von Patriarchen und Propheten, PP, 321.2 in den Deutschen. Okay. And Nick, when you're there, can you please read this for us? Building of the sanctuary, great and expensive preparation were necessary. A large amount of most precious and costly material was required. Yet the Lord accepted only free will offerings of every man that giveth it willingly with his heart. He shall take my offering. Was the divine repeated by Moses to the congregation. Devotion to God and the spirit of sacrifice were the first requisites in preparing a dwelling place for the Most High. Yes. Okay, so what can we see here? What is how was the sanctuary to be built back then? Was können wir hier sehen? Wie sollte der, das Heiligtum damals gebaut werden? Yes, free will offerings. Durch Freigaben. And what kind of spirit? Und was für ein Geist? Devotion to God and a spirit of sacrifice, right? Also Hingabe zu Gott und ein Geist der Opfergaben. Okay. So basically, it shows us that in this time here, what are we to practice? Es zeigt uns in dieser Zeit hier, was sollten wir üben? Spirit of sacrifice. Okay. Geist von Opferbereitschaft. Because it's also what hours? Then hours, also in Stunden. Mm-hmm. Also was ist es auch was für Stunden? Because it's from temple cleansing to temple cleansing, right? Das ist von Tempelreinigung zur Tempelreinigung.
Yes, so in how many years were from temple cleansing to temple cleansing? Wie viele Jahre gab es von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung? 3 years. Right? 3 Jahre. The 3 years are the 3 steps of the everlasting gospel. Und diese 3 Jahre, das sind die 3 Schritte des ewigen Evangeliums. Genau. When you now go to the hours, how is are the 3 steps of the everlasting gospel illustrated in hours? Und jetzt, wenn wir zu den Stunden gehen, wie werden die 3 Schritte des ewigen Evangeliums in Stunden dargestellt? 6. bis zur 9. oder 3., 6. und 9. So we understand this is the 3rd hour, right? Wir verstehen, dass das der 3. Stunde ist. That's the 6th hour, that's the 6. 9th hour. Das ist der 9. Because Jesus was on the cross from the 3rd to the 9th hour. Right? Jesus war am Kreuz vom 3. bis zur 9. Stunde. And at the 6th hour, what happened? Und zur 6. Stunde, was geschah? Yes, this great darkness, midnight darkness came over the earth. Right? Mitternächtliche Dunkelheit kam über die gesamte Erde. And at the 9th hour, what did he say? Und zur 9. Stunde, was sagt er? Yes, it is finished. Ist right? Vollbracht. Okay, so the temple was finished, right? So das Heiligtum war fertig. Was cleansed. Es war gereinigt. Okay, so and yes, okay. So Jesus is here on the cross illustrating us being on this cross from the 3rd to the 9th hour. So okay. Jesus ist auf dem Kreuz, da stellt uns da auf dem Kreuz von 3. bis zur 9. Stunde. And therefore what spirit does it illustrate? So deswegen, was für ein Geist stellt es da? Sacrifice. Yes, spirit of sacrifice. Ein Geist okay. der Aufopferung oder Opferbereitschaft. Okay, so here we need a spirit of sacrifice. So hier brauchen wir einen Geist der Opferbereitschaft. Sacrifice. That means a spirit of self-denial. Das heißt ein Geist des Selbstverleugnungs. Because the cross is the ultimate symbol for self-sacrifice. Das Kreuz ist das Ultimatum des Symbols für Selbstaufopferung. Ultimative Symbol. Ultimative Symbol. Okay, so therefore the Lord wants to show us it's only through this spirit that we can build the temple. So der Herr möchte uns hiermit zeigen, dass es nur durch diesen Geist, dass es möglich ist, den Tempel zu bauen. But we also understand these 3 times is also the 3 temptations of Satan. Right? Wir verstehen auch, dass diese 3 Zeiten hier sind auch die 3 Versuchungen Satans. So, and what does Satan tempt you with? Und womit versucht Satan dir? Past feelings and sins and all sorts of. Yes, okay. Deine vergangene Versagen und Sünden und alles. But in context of what we just look at here. Aber in den Zusammenhang von because dem, was let us just go quickly. The price is already paid. Okay, yes. Okay, let's go to Matthew, I think 27 it is. Lasst uns zu Matthäus 27 gehen. Yes. Let's read this. Let's read verse 40 to 42. Und wir lesen die Versen 40 bis 42. Christian, you want to read this first, please? Yes. And saying, thou hast destroyed the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise, also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, he saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. Okay, so where else did Satan say, if thou be the Son of God? Wo sagte Satan noch, wenn der Sohn Gottes? The 3 temptations. Yes, right. So, Vers 43, auch, das macht die 3 Versuchungen. So it's the 3 temptations in the wilderness where Satan came to Jesus and said, if thou be the Son of God, right? Die 3 Versuchungen
Satans ist, wenn Satan zu Jesus in der Wüste gekommen ist und gesagt zu Jesus hat, wenn du der Sohn Gottes bist. So, where was therefore Jesus when he was in the wilderness tempted? So then, wo war Jesus, als er in die Wüste versucht war? Yes, he was on the cross, right? Am Kreuz. And Satan tried to tempt him to come down from the cross. Und right? Satan hat ihn versucht, vom Kreuz herabzukommen. Yes. Okay. Satan hat ihm gesagt, dein Opfergabe ist es reicht, es ist genug. Okay, so basically in this time Satan will tempt us to come down from the cross. In dieser Zeit Satan wird uns versuchen vom Kreuz herabzusteigen. And we just saw the cross represent the spirit of self sacrifice of self denial. Und wir haben gerade gelesen, dass das Kreuz stellt der Geist von Selbstverleugnung oder Selbstaufopferung. Therefore, how can Satan or when Satan tempts you to come down from the cross, how does it therefore look practically? So praktischerweise, wenn Satan dich versucht vom Kreuz herabzukommen, wie sieht das aus? In this context of in diesem Zusammenhang. When meaning on the cross means you practice self-denial, what does it therefore mean to come down from the cross? Am Kreuz heißt Selbstverleugnung, was heißt es vom Kreuz herabzukommen? Opposite, right? Das Gegenteil. So if you start cherishing your own selfish desires and your own selfish plans and all these things. Okay. Du fängst an, deine eigensüchtige Ideen und Pläne zu hegen und solche Sachen. And you think, today I don't feel like it. And you just neglect a known duty that the Lord presented to you. Okay. Also, heute ist mir nicht danach. Du vernachlässigst eine Aufgabe, eine bekannte Aufgabe, die der Herr dir gegeben okay. hat. So if you stop acting based upon principle, but you start acting based upon your feelings and your likes and dislikes. Okay. Also wenn du aufhörst, nach Prinzipien zu agieren und du fängst an zu handeln nach deine Gefühle und deine Lüste und Vorlieben. Okay, so therefore, but as soon as you practice your own desires, you come down from the cross and your temple cannot be built. Aber sobald, dass du fängst an, deinen eigenen Vorlieben nachzugehen, dann kommst du vom Kreuz herab und der Tempel kann nicht gebaut werden. Okay, so, and do you think this will increase or decrease as you go along? Und glaubt ihr, dass wir hier entlang gehen, dass es zuwachsen wird oder abnehmen wird? Obviously increase, okay. Es wird natürlich zuwachsen. So the temptations to cherish yourself and your own ideas and those things will only increase. Okay? Also die Versuchungen, dein Vorlieben nachzugehen und solche Sachen werden nur zuwachsen. Okay, so, all right. But when we looked at this, the literal aspect, how back then, when the literal temple was built, what was the manifestation of this self-sacrificing spirit? Aber wenn der buchstäbliche Tempel gebaut war oder im Bau war, was war der buchstäbliche Manifestation von diesem Geist der Aufopferung? Wie sah es aus? In this particular case. Okay, they were giving their also in diesem Fall. Riches to build it. Yes, they gave the substance. Okay. Also die haben ihrem Hab und Gut dafür aufgeopfert, für den Tempelbau. Came to an end when they say, okay, it is enough. Yes. Und die mussten aufhören zu geben, wenn gesagt worden ist, es reicht, es ist genug, wir brauchen nichts mehr. Es war mehr als genug. Yes. Okay, so, but still, yeah, only, if, I don't want to suggest that when we now pay our tithe and our offerings, we can now say, No, I'm saying they're making that point. That point marks the end. Yes. When he said it is finished, when he said it is enough, yes. They passed the test. Also der Punkt, wo er sagt, es ist genug, es markiert der Punkt, wo der Tempel gebaut worden ist, die haben den Test bestanden. Also wir wollen ja nichts vorschlagen, dass das heißen soll, ja, am Ende brauchen wir jetzt unsere Zehnten nicht mehr zu zahlen oder so. No, that's not what I said. What I said was, I don't want to suggest in the sense that only because you pay your tithe and your offerings, you now can say, all right, I'm a self-sacrificing person. Okay, sorry, I misunderstood. Okay, ich wollte damit sagen, ich möchte nicht sagen, damit, dass wenn du deine Zehnten und Gaben bezahlst, dann hast du eine Geist der Selbstverleugnung.
I mean, you have a spirit of self-denial, but this doesn't, it's not the only thing that makes it up. Okay. Also das ist zwar ein Geist der Selbstverleugnung, deine Zehnten und Gaben zu bezahlen, aber es erfüllt dies hier nicht. Okay. I mean, it's not the whole. Es ist nicht das Gesamte. Okay. Because, but without it, if you don't, if you would not pay your tithe and your offerings, it would just manifest that, you don't have really this spirit. Okay. Also wenn du deine Gaben und Zehnten nicht zahlen würdest, es wird nur manifest, dass du diesen Geist nicht hast. Okay. So, because when we just go back to Psalms 51. Also wenn wir zum Psalm 51 zurückgehen. Let's just remind ourselves of this point. Let's read verse 16 to 17. Psalm 51, die Verse 16 und 17. And I don't know, David, I think it's your turn. Or do you feel ready to read those? Thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Yes. Okay, so every offering illustrates what? Also jeder Opfer stellt was da. Yeah, it represents the cross, because every offering points to the cross, right? Also ein Kreuz, weil jede Opfergabe weist auf den Kreuz hin. And it always refers to your heart, right? Es weist immer in Bezug oder auf dein Herz. That's what's been built there. Yes. What's been cleansed there. Amen. Tempel okay. Ist was hier gebaut, der Herz ist der Tempel, der hier gebaut wird, das was gereinigt From ist. From temporal cleansing to temple cleansing, Jesus marked the cleansing of the human heart. Right? Von Tempelreinigung bis zur Tempelreinigung, Jesus markiert das Reinigen des menschlichen Because Herzens. Because the first temple cleansing in the Reform lines is a parallel to 2014, right? Denn der erste Tempelreinigung in den Reformlinien ist eine Parallel zu 2014. Yes. Amen. Okay, so it's a parallel then to this waymark also in this illustration. Auch eine Parallel zu dieser Wegmarke hier, diese Darstellung. Okay, so he announces now to cleanse the human heart. And it's by giving the Lord the sacrifices he wants. Okay. Ja, er verkündigt hier den menschlichen Herzen zu reinigen, und es wird getan, indem dass die Opfergabe gegeben werden, die er verlangt. Yeah, but the literal giving of an offering to God is only worth if it's your heart, right? Aber das buchstäbliche Opfergabe, die du Gott gibst. Es hat nur Wert in Gottes Augen, wenn es vom Herzen kommt. Because it's only worth if it's a willing spirit of self-sacrifice. Denn es hat nur Wert in Gottes Augen, wenn es eine freiwillige, selbstopfernde Opfergabe, selbstverleugnende Opfergabe. Let's go to Mark chapter 12. Markus Kapitel 12. Mark 12. And let's read verse 28 down to 33. Und wir lesen die Versen 28 bis 33. Okay. And maybe David, you can read the first three, and then Brother Mark, you can read the rest of this verse. And one of the scribes came and had heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. And this is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength,
and to love his neighbor as himself is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Yes, okay. Okay, so yeah, all these burnt sacrifices and all these offerings and all these things. So all diese Brandopfer, diese Opfergaben und alles. Yeah, they point to what? Die weisen worauf? The fulfillment of the law. Yeah, they point to the fact that the Lord wants your heart, right? Die weisen darauf, dass der Herr dein Herz möchte. And what is the first and great commandment here? Was ist der erste und größte Gebot hier? Verse 33, it says, and to love him with all the heart and with all the understanding and with all the soul and with all the strength and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. So right? Vers 33, Gott mit allen zu lieben ist mehr als alle Brandopfer. So, basically, yeah, what are we to do in this time? So, was sollten wir in dieser Zeit tun? Love God with all our heart and all our soul and all our mind. Yes, right. Yeah, God wants us to love him here, okay? Gott möchte, dass wir ihn hier lieben. Okay. And we manifest this love to God by really going to the cross. Und wir manifestieren diese Liebe zu Gott, indem dass wir zur Kreuz gehen. Okay. And this includes the spirit of sacrifice, of self-denial. Und das beinhält diese Geist der Aufopferung, diese Geist der Selbstverleugnung. So whenever you in your daily walk you are somehow tempted to be selfish. So wenn immer du in deinen täglichen Wandel in die Versuchung kommst, selbstsüchtig zu sein, then think of this. Dann denk daran. You're just being tested whether you love God or whether you despise him. Okay. Du wirst nur getestet, ob du nun Gott liebst oder ihn verachtest. Yeah. Because there's only these two options, right? Es gibt nur diese zwei Optionen. In this time, we are to learn to love God with all our heart, with all our strength, with all our soul, with all our mind. In dieser Zeit, wir sollten lernen, Gott mit unserem ganzen Herz und Verstand und Seele und Stärke zu lieben. And this is when Jesus can say, it is finished. Und das ist hier, wo Jesus sagen kann, es ist vollbracht oder es ist vollendet. This is those that come out through this test, they will truly love God here. Und diejenigen, die aus diesem Test herauskommen, die werden wahrlich Gott hier lieben. Okay. So, the question we must ask ourselves here is, do you love God? So die Frage, die wir uns alle stellen mussten an dieser Stelle, ist, lieben wir Gott? Oder liebst du Gott? Okay. So, and let's just remind ourselves how we not love God. Okay. Lasst uns erinnern, wie wir Gott nicht lieben. Let's go to 1 John. 1. Johannesbrief. And let's read chapter 4. There's a question from Ben. Okay. It says, how can it be willing if you have an evil heart? I mean, it's the same. It's the time your heart gets cleaned up. How does the willing giving manifest? So, not through a good feeling in the moment of giving. Es ist eine Frage gestellt vom Internet. Also so, unser Herz ist nicht willig. Wie können wir in diese Zeit, wo unser Herz gereinigt werden soll, eine willige Opfergabe geben? Yes. So, all these illustration, right? Also all diese Darstellungen. For instance, what did Zechariah do when he didn't understand the candlestick? Zum Beispiel, was hat Zechariah getan, als er die Leuchte in Vision nicht verstanden hat? Yes, he asked, right? Er hat gefragt. The disciples, when they didn't understand the parables, what did they do? Also die Jungen, wenn die Gleichnisse Jesu nicht verstanden haben, was haben sie getan? They asked, right? Die haben gefragt. Moses, when he desired to see the glory of the Lord. So Mose, als er ein Verlangen hat, das Herrlichkeit des Herrn zu sehen. He asked. So, er hat danach gebeten. Zechariah says, ask ye rain in the time of the latter rain. Zechariah sagt, bittet Regen zur Zeit des Spätregens. So, yes, we have an evil heart. Ja, wir haben ein böses Herz. Yes, we are not like Jesus. Ja, wir sind nicht wie Jesus. But the whole plan of salvation is to make you like Jesus, right? Aber die ganze Erlösungsplan ist dazu da, um uns wie Christus zu machen. Yeah, so, and the only way how we can
become like Jesus is by asking for this grace of God and submitting then to, yeah, believing that he gives you what he requires of you. Okay. Und die einzige Möglichkeit, wie Jesus zu bekommen, ist zu bitten danach und zu glauben, dass er uns gibt, was wir benötigen, um das zu tun. And you can even can ask, help me to believe. Und du kannst sogar bitten, those promises, okay. Hilft mir, diese Verheißungen zu glauben. So, and then obviously following the plan of salvation and asking always the power to understand and to obey. Also man befolgt den Erlösungsplan und man bittet den ganzen Weg entlang für die Kraft, um zu verstehen, aber auch zu gehorchen. Because what time of the is it here? Denn was für eine Zeit ist das hier? A time of the importunate prayer. Es right? ist eine Zeit von der unaufhörliches Gebet. It's a shaking vision, and you must keep praying that the good angels remain with you. Das ist die Vision der Sichtung, und wir müssen beten die ganze Zeit, dass die guten Engel bei uns bleiben. Okay, so watch and pray, lest you fall into temptation. So, wachet und betet, es sei denn, ihr fällt in die Versuchung. Okay, so therefore, when God says you should love him here. So deswegen, wenn Gott sagt, dass in dieser Zeit du sollst ihn lieben. What are you to do? Was solltest du tun? Repent that you can and ask for it. Yes. Also tun Buße, dass du es aus dir selbst nicht kannst, und bittet ihm um die Fähigkeit, es eben zu tun. Yeah, repent, be converted, that your sins be blotted out. Right? Also tun Buße und werdet bekehrt, damit euer Sünden ausgetilgt werden kann. So we must repent that we don't love God. So wir müssen Buße tun, dass wir Gott eben nicht lieben. And we must ask that he converts our hearts. Und wir müssen bitten, dass er unseren Herzen verändert. Yeah, that he can then blot out our sins. So okay. dass er unsere Sünden austilgen kann. Okay, amen. Amen. Okay, now let's go to 1 John chapter 4. So 1. Johannes Brief Kapitel 4. Because many people, they deceive themselves and say, yeah, I love God, right? I love Jesus. Viele sind verführt, weil sie glauben, dass sie Gott lieben. Die lieben Jesus, sagen sie. They might even have, I don't know, in America you see people running around with cappies or shirts or on their car they have I love Jesus or whatever. Also, besonders in Amerika, du magst vielleicht einige Christen rumrennen sehen mit einer Mütze auf oder ein T-Shirt oder gar auf ein Aufkleber auf ihrem Auto, wo sie sagen, ich liebe Jesus. Okay, but it says here in 1 John chapter 5, verse 20. Also 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 20, Kapitel 5 oder? Yes. 4, sorry. Also Kapitel 4, Vers 20, verzeihung. It says, if a man say, I love God and hated his brother, he's a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Amen. And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Okay, so the problem is, right, we cannot see God at the moment. Also das Problem ist es, dass wir gerade zur Zeit Gott nicht sehen können. Yeah, but still, God gives us ample opportunity to test our hearts. Aber nichtsdestotrotz, Gott gibt uns ausreichend Gelegenheit, um unserem Herzen zu testen. So, oder zu prüfen. Yeah, because, yeah, for instance, we can see each other, right? Weil wir hier, wir können einander sehen. So, whenever we hate each other, we automatically hate God. So, okay? Wenn immer wir einander hier hassen, dann zwangsläufig oder automatisch hassen wir auch den Gott. Okay. And then the same steps apply again. You must obviously immediately repent that you hate God. Dann dieselbe Schritten sind hier anzuwenden. Du musst sofort, wenn du das anerkennst, Buße tun, dass du Gott hast. And you must ask God to change your heart towards your brother and towards him, obviously. Du musst bitten, dass Gott dein Herz verändert, zu deinem Bruder hin natürlich und aber auch zu Gott hin. Yeah. And that he then obviously can work for you and blot out your sins. Okay. So dass Gott für dich an deine, für,
für dich arbeiten kann und deine Sünden austilgen kann. Okay. So, yeah, these things are now required of us, brothers and sisters. Und gerade diese Dinge wird für uns hier und jetzt verlangt. Yeah, because we know that's a time of trouble, right? Denn wir wissen, dass das hier eine Zeit des Trübsals ist. So that's also here a time of trouble. So dies hier auch ist eine Zeit des Trübsals. And in the quote about the time of trouble and the time of the little peace. Und in der Zitat von der Zeit des Trübsals und der kleine Zeit des Friedens. Yeah, where the two world wars were illustrated. Wo diese zwei Weltkriege dargestellt waren. What did Sister White say? What were the brethren to do? Was sagt in the time of war? Was sollen die Geschwister tun zur Zeit des Krieges? Yeah, they were to press together. Sie sollen zusammenrücken. So this is a time of pressing together. So das hier ist eine Zeit des Näherkommen oder zusammenrücken zueinander. Okay, but Satan obviously he always tries the opposite. Aber Satan versucht natürlich, dass wir das Gegenteil tun. Yeah, he tries to divide us and to cause separations and strife and all these evils. Er versucht uns zu spalten und dass wir Unterschiede untereinander und Streif und Argumente und all solche Bösheiten unter uns zu bringen. And because this is also the time of this foot washing, right? Das hier ist auch die Zeit des Fußwaschens. Because when we go to Revelation chapter 3, denn wenn wir zur Offenbarung Kapitel 3 gehen, Offenbarung 3. And we look at this illustration many times, like some time ago. Diese Darstellung haben wir sehr oft angeschaut vor einige Zeit. In verse 20. Vers 20. Says, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me." Okay, so where does the Lord stand at the door? So wo steht der Herr an der Tür? Right here at the beginning, right? Gerade hier am Anfang. So, and we will confirm this just in a moment. Und wir werden das bestätigen in Kürze. But he stands at the door of your heart, right? Er steht an der Tür deines Herzens. And he knocks. Und er klopft an. And when you open, what does he want to do? Und wenn du ihm öffnest, was möchte er denn tun? Yes, he wants to make this communion service and this foot washing. Er möchte hineinkommen und diesen Abendmahl und diese Fußwaschung mit dir haben. So the communion service and the foot washing was to do what? So dieser Abendmahl und die Fußwaschung, was war sein Zweck? Okay. Yes. Okay, it was to cleanse away all the alienation and all the bitternesses and all these things. Also es soll die ganze Feindschaften und Bitterkeiten und Streif wegwischen. Okay, so and that's basically this here, press together. Und das ist im Grunde hier der das Ausgang davon, also dass wir zusammenrücken. Okay. So, alienation, is this correct? Possibly. Okay. It's not a word I use all the time. Yes. Most correct. It's correct. Okay. Also Feindschaft weggewaschen. Feindschaft. Okay. And and also in verse 19, what does he say? In Vers 19, was sagt er? He says, "As many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent." Also okay. Buße. So basically that's this call for repentance in this time. So das hier ist dieser Aufruf zur Buße in dieser Zeit. And the Lord he will if he loves you, he will chasten you. Und der Herr, wenn er dich liebt, er wird dich tadeln, züchtigen. And yes, and also he will rebuke you. That's und er wird dich auch tadeln. Yeah. So, yeah, therefore we can be sure that God is now rebuking us in all those things that we do wrong.
Und ihr konntet sicher sein, dass der Herr uns gerade zu dieser Zeit tadelt in allem, was wir falsch tun. And how does he rebuke you? Will he like, I don't know, say from heaven with a voice, I rebuke you in this and this? Wie tadelt der Herr uns? Kommt eine Stimme von Himmel herab und sagt, hallo, ich tadle dich über dies und jenes? Yes. Exactly. Durch den Schatten und Symbol und das stille, leise Stimme des Herrn. That means through those things that he lays out here on the board, right? Das heißt durch diese Dinge, die er hier auslegt auf den Tafeln. So, yeah, for instance, when you have a spirit of selfishness, zum Beispiel wenn du eine Geist des Selbstsuchts hast, yeah, he rebukes you by showing you. You must have a spirit of self-sacrifice. Er tadelt dich gerade darin, dass er zeigt, dass hier in dieser Zeit musst du ein Geist des Aufopferung oder Selbstverleugnung haben musst. Or if you cherish any bitter feelings against your brother or sister. Oder wenn du Bitterkeit gegen deinen Bruder oder Schwester im Herzen hegst. Or any supremacy or self-exaltation over your brother and sister. Oder irgendwelchen Übermacht über deine Schwester oder Brüder hast. Yeah, or when you, I don't know, even delight to see somebody fall. Oder wenn du sogar Freude daran hast, wenn du siehst, dass jemand strauchelt oder fällt. And that's all satanic. Okay. Das ist alles satanisch. And this is, you don't love God. Okay. Und das zeigt uns, dass wir Gott nicht lieben. And so he rebukes you with these things also. So er tadelt dich gerade mit diesen Dingen hier. Okay, or if you, you know, have alienation and cause alienation and all these things, yeah, that's a rebuke. Und wenn du Feindschaften hast oder wenn du Feindschaften verursachst, dann natürlich das hier ist ein Tadel. Okay, so God, he will show us all our faults in this time here. So der Herr wird all unsere Fehlverhalten in diese Zeit aufzeigen. Because he needs to cleanse our temple. Weil er unsere Tempel reinigen muss. So therefore we can expect, yeah, to be every one of us to be corrected on certain areas of our life. So wir sollten erwarten, dass jeder einzelne von uns korrigiert wird in den jeweiligen Bereichen unseres Lebens, wo es gerade notwendig ist. For instance, with his homeschool, right? Zum That's something that the Lord now opened up in this. Zum Beispiel mit diesen Heimschulen für den Kinder. Das ist irgendetwas, was der Herr in dieser Zeit geöffnet hat. And that's something where we needed to be corrected on. Das ist eine Sache, woran wir korrigiert werden müssen. And many other things God reveals to us at the moment to correct us in our behavior and all these things. Viele Sachen. Der Herr korrigiert uns in dieser Zeit, dass wir unser Verhalten ins Rechnen bringen. Okay. So, because when we go now to James chapter 5. Denn wenn wir zu Jakobus Kapitel 5 gehen. Jakobus 5. And then let's read verse 7 to 11. Und die Verse 7 bis 11. It says, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. So where does the Lord come on our line? So auf unsere Linie, wo kommt der Herr? On this line at the moment. Yes, right so here. So right? Here. We looked at this yesterday. Das haben wir gestern angeschaut. So the Lord's coming. So der Herr sein Kommen hier. In this time, therefore, what are we to do? What are we to be? So in dieser Zeit, was sollten wir sein? Yes, and wir sollen wachen, ja. Patient, right? Wir sollten geduldig sein. Because it's a tarrying time, right? Weil es ist eine Zeit des Verzögerns. Because it says the vision tarries, right? Until the appointed time. Der Herr sagt, obwohl der Vision verzögern wird, es wird nichts zögern, es wird zur bestimmten Zeit kommen. So we need to be patient in this time. So wir sollten geduldig in dieser Zeit sein. Okay.
And it says here, behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. The rest from Vers 7, okay, so we understand the early rain is the light. Also das Frühregen, verstehen wir, ist das Licht. And this latter rain is this exceeding bright light. Und das Spätregen ist das äußerst helles Licht. So that's the early. Das ist das Früh. And that's the latter. Und das ist das Spätregen. Okay, and then it says, dann sagt es weiter, 8, Vers 8. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Okay, so what does he say? What are we not to do in this time when we are to be patient? So, was sagt er, was sollen wir nicht tun in diese Zeit, wo wir geduldig oder Geduld aufbringen sollen? Yes, don't grudge against another. Also okay. Haltet nicht gegeneinander. So, therefore it already tells us that this will be one of the main temptations in this time here. Okay. Das zeigt uns jetzt bereits, dass das eine von den Hauptversuchungen sein wird in dieser Zeit hier. Yeah, to hold grudges against another. Dass wir was gegeneinander halten. Because Satan always tries to do exactly the opposite of what God says. Weil Satan versucht immer das Gegenteil zu tun von das, was Gott möchte, okay, dass wir tun. So, don't hold any grudges. What's a grudge? So Bitterkeiten oder it did something to you and you hold them. No, no, I know what a grudge is in English. I'm just asking, what's the word in German? Support some grudge. Also so, was ist das richtige Wort? Also dass du nichts in deinem Herzen gegen jemand hältst. Also das ist also so, das richtige, ja, Verständnis. Ja, also grudge ist sowas. Also ein Grudge ist irgendetwas, was du gegen jemanden hast, aber du willst es nicht aufgeben. Es ist selbstgerecht in deinem Bitterkeit gegen deinen Bruder oder Schwester. Groll, genau. Ja. Groll, ja, genau, danke. Okay, okay, so and why are you not to grudge one against another? Und warum sollst du das nicht tun? According to verse 9. Gemäß Vers 9. Unless you be condemned. Yes, because the judge standeth before the door. Weil right? Der Richter steht vor der Tür und du sollst das nicht tun, so dass du nicht verdammt wirst. So here he stands at the door. So hier steht er vor der Tür. But here he comes, right? Aber hier kommt er. And yesterday we read, how does he come? Und gestern haben wir gelesen, wie kommt er? When you see him face to face with a lot of rain. And flaming fire, right? Er kommt wie eine flammendes Feuer. Yeah, to take vengeance upon those that don't know God. Rache zu üben an diejenigen, die Gott nicht kennen. So, yeah, you don't want to meet this judge in revenge. Yes. Also du möchtest nicht diese Gericht entgegentreten. Den Richter. Dieser Richter entgegentreten in seiner Rache. Okay. So here in this time we need to make peace with God. So hier in dieser Zeit müssen wir Friede mit Gott schließen. Okay. Because we must meet him here in peace. Weil wir müssen ihm hier in Frieden begegnen. And as we already see, the behavior towards each other is a manifestation whether we are in peace with God or whether we hate God. Und wie wir bereits gesehen haben, unser Verhalten gegeneinander ist ein Zeichen, ob wir nun mal Gott hassen oder lieben, oder ob wir in Frieden sind oder nicht im Frieden sind. Okay, so it's very easy method to test our relationship to God. Okay. Es ist eine sehr einfache Methode, dass wir unsere Beziehung mit Gott prüfen können. Okay, we just have to look in our heart. Is there anything, any grudges in my heart against anybody? Wir können prüfen, indem dass wir uns selbst anschauen und fragen: Habe ich Groll in meinem Herzen gegen jemanden? And if there's any grudge in my heart, then it's repent, be converted, that your sins may be blotted out. Und wenn ich tatsächlich einen Groll in meinem Herzen habe, dann die Lösung ist, tut Buße und werd bekehrt, so dass meine Sünden ausgetilgt werden können. So, this is what we need to do at the moment, brothers. Das ist das, was wir gerade zu dieser Zeit tun müssen. It's a work of close heart examination.
to see if there's anything evil against anybody in our heart. Es ist ein Werk des Herzens, nahe Untersuchung, um zu sehen, ob es irgendein Groll in mein Herzen gibt oder irgendwas in mein Herzen gibt. I can just give a personal testimony. Okay. Und ich gebe ein persönliches Zeugnis an dieser Stelle. Yeah. One day everything is fine, but the next day suddenly God shows me actually I have a grudge against this person. So okay. Ein Tag ist alles völlig in Ordnung, aber am nächsten Tag der Herr zeigt mir plötzlich, dass ich eine Groll gegen diese bestimmten Person habe. And this person might not even be present. What I mean is, this day when I thought I had no grudge against anybody in my heart, this grudge was actually already there. Okay. Also an diesem Tag, wo ich dachte, dass ich das nicht los war, also dieses Groll war bereits vorhanden. Yeah. So I had the grudge all the time in my heart, but I didn't really notice it. Also dieser Groll war die ganze Zeit in meinem Herz, aber es war mir nicht bewusst. Yeah. And this person might not even have done anything against me. Was just there. Und diese Person mag noch nicht mal was gegen mich getan haben. Diese Groll war nur da. But because I asked God to show me this, because I understand these things here based upon the lines. Aber weil ich diese Prinzipien verstehe, basierend auf die Linien, ich habe Gott gefragt, zeige mir, ob ich Groll in meinem Herzen habe. And God is faithful and he will show you. Und okay. Gott ist treu, er wird es dir zeigen. And I can 100% assure you that you have grudges in your heart against other people. Und ich kann hundertprozentig versichern, dass ihr allen Groll in eurem Herzen habt gegen andere. We are all in the same ship, brothers and sisters. Wir sind alle in dem gleichen Boot. And we must make peace with God. By making peace with our brother. Und wir müssen Friede mit Gott schließen, indem dass wir Friede miteinander schließen. Because the judge standeth at the door, and he will surely come and punish all those that defiled the temple. Weil der Richter steht an der Tür und er wird sicherlich hier kommen und Rache ausüben. Er wird diejenigen bestrafen, die den Tempel verunreinigen. That's what he means in Matthew 18, when he says. Das ist das, was er meint in Matthäus 18. Vers 10. It says basically, it says when you bring your gift to the altar. Ah, Matthew 5. Also wenn du deine Gabe zum Altar bringst, das ist Matthäus 5. Mm-hmm. Ja, okay, Vers 23. So therefore, if you bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath out against thee, leave there thy gift before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer the perfect sacrifice. Yes. Yes. Also wir haben Matthäus 5, Verse 23, 24 gelesen. Yes. Also versöhne dich mit deinem Bruder und dann bring deine perfekte Opfergabe dar. Because the very next words is this story about the given delivered into prison, which is the importunate prayer period. Denn das, was folgt, ist, wenn du zum Gericht, zum Gefängnis geworfen wirst, und da ist das unaufhörliches Gebet. Und she asks the unjust judge to deliver me from my weil die Witwe bittet diese ungerechte Richter, dass er sie befreit von ihrem Widersacher. Okay, so to summarize. Also um zusammenzufassen. Okay. So in this time here of trouble. So in dieser Zeit des Trübsals. We are to press together. Wir sollten zusammenrücken. And we are to build the temple. Und wir sollten das Tempel bauen. And we saw the temple was only be built by liberal offerings, by a spirit of self-sacrifice and devotion to God. Und wir haben gesehen, dass der Tempel nur gebaut werden kann, indem dass wir freiwillige Gaben hergeben, also eine Geist des Aufopferung und des Selbstverleugnungs. And a devotion to God. Und eine Hingabe zu Gott.
So, and that's the cross. Okay. Und das ist das Kreuz. So Satan tries to tempt us to come down from the cross by cherishing selfish things in our lives. Okay. Satan versucht uns, dass wir vom Kreuz herabkommen werden, indem dass wir selbstsüchtige Sachen in unserem Leben hegen. By cherishing those things, I want to do this, and therefore I do it. Okay. Also in dem Sinne, wo wir sagen, ich möchte das tun und deswegen tue ich es jetzt. Yeah. Instead of what is my duty today, and even though I might not like it, I say, all right, I take up the cross and I deny my selfish wish and do what I need to do. Anstelle von, dass ich mich frage, also was ist meine Pflicht heute, und selbst wo es irgendwas sein mag, was ich nicht tun möchte, dass ich mich entscheide, mein Kreuz auf mich zu nehmen und es zu tun. Durch Gebet. Yes, and obviously we must ask constantly, right? Natürlich, wir müssen bitten für die Kraft und die Wille, diese Sachen zu tun. Also, in this time, God commands us to love him with all our hearts, might, soul and strength. Und auch der Herr in dieser Zeit, er gebietet uns, ihm zu lieben, mit all unserem Herz, Verstand, Seele und Stärke. Okay. And this will manifest by whether we love our brother or sister or we hold grudges against them. Und wir können uns daran messen, indem dass wir sehen, ob wir nun mal Feindschaften zwischeneinander haben oder ob wir Groll gegeneinander haben. Yes. Or whether we love them or ob wir sie lieben oder nicht lieben. Okay. And obviously when we see that we hold these things, we must repent earnestly and turn to God, asking him to remove these things and that he can convert us and blot out all sins. Und wenn wir sehen, dass wir solche Feindschaften in uns haben, denn wir müssen sie Gott bekennen, wir müssen Buße tun und bitten, dass er uns die Kraft gibt, diese Sachen wegzutun. And I forgot how you finished that. No, that he can blot out all sins. So dass er unsere Sünden hier am Ende austilgen kann. So because the judge is at the door and he will come here either as somebody who will give you a reward or a punishment. Weil der Richter steht an der Tür und er werde hier kommen als jemanden, der dich entweder eine Belohnung oder eine Bestrafung geben wird. So therefore it's left with us, Sister White says, to cleanse our soul temple from every defilement. Right? So Ellen White sagt, dass es ist uns überlassen, den Seelentempel von jeder Verunreinigung zu reinigen. Meaning, we have to make the decision. Nobody else can make it for us. Okay. Das heißt, wir müssen die Entscheidung treffen. Es wird keiner andere für uns tun. We must take heed to these warnings and admonitions. Also wir müssen diese Warnungen und Hinweisen gehorchen. And then go to God and ask him, Lord, show me everything about me and make me pure. Und dann daraufhin zu Gott gehen und ihm bitten, Herr, zeig mir alles über mich, was nicht in Ordnung ist, und bitte macht mich rein. Mm-hmm. Amen. Okay, then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen. Beständig sind, dass wir dich fragen, wo unsere dunklen Ecken sind, Herr, dass du sie uns rauskramst und dass du, Herr, dass du uns reinigst. Hilf uns bitte, dass wir dranbleiben. Hilf uns, dass wir diesen Groll, den wir vielleicht gegen unseren Bruder oder unsere Schwester haben, dass wir den erkennen mögen, Herr, und nicht glauben, wir seien davor befreit, Herr. Bitte dich,
hilf uns. Und ich danke dir, dass du dies uns alles offenbarst und so viel Gnade mit uns hast. Und danke dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Unser Vater, ich will dir danken für die Zurechtweisung, die du uns für dich gegeben hast, durch dein Wort und die Hilfe in einem Leben, der es gehört hat, damit auch ins Gebet zu gehen und nicht vergessen, die Beführung. Und bitte gib uns das Wollen und das Singen und gib uns einen Geist von Selbstlosigkeit und gib uns Liebe für unseren Nächsten. Im Namen Jesu. Amen. Im Heiland, ich danke dir auch für die Zurechtweisung, die uns in Gebete gibst durch dein kostbares Wort, wo du redest und wo du auch möchtest, dass wir dir ähnlicher werden, dass du unsere Lippen berühren möchtest mit der heißen Kohle, dass wir verändert werden können. Du weißt, dass wir es selbst nicht tun können, aber du bist mächtig genug und wir wollen dir vertrauen. Und wir haben Sehnsucht danach, dass du unsere Lippen reinigst in diesem Namen. Amen. Vater, danken dir für dein Wort, für diese unterschiedlichen Gedanken, die du uns aufpust, Herr, für den Weg, dass wir Klarheit haben über all diese Dinge, wie sie deutlich vor uns stehen und dass keine Verwirrung herrscht, sondern dass wir die Gründe sind, in denen wir sehen, glauben, in denen wir verwehren und dass wir kein festes Fundament stehen, dass Erschütterung kommt, Herr, die wir standhaft sind. So sehen wir das alles vor dich und bitten, dass du uns gnädig bist, mit deinen Schwestern, mit der Welt, dass du nachgehst, Herr, an den Menschen, die in Versuchung sind, in Not sind, dass du sie mit deiner Liebe umwandelst, dass du die ziehst und auch diesen Leben zu machen. Amen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du möchtest unseren Seelentempel reinigen, dass du möchtest all diesen Unsinn und all diese Dunkelheit, all diese Bösheit von uns wegnehmen. Bitte vergib uns unsere Unglaube, Herr, dass wir nicht zu dir kommen, dass wir nicht bitten, dass du uns hilfst. Bitte hilf uns nicht nur zu erkennen, was tatsächlich in unserem Herzen ist, besonders gegenüber unseren Geschwistern, aber gib uns den Glaube, gib uns dieses unaufhörliches Gebet. Bitte hilf uns, Herr, deine Verheißungen in Anspruch zu nehmen und bitte reinige diesen Tempel, Herr. Lasst uns nichts in unserem Zustand weilen, Herr. Wir danken dir für deine Tadel und für deine Warnungen und wir bitten dich, dass du uns hilfst, sie zu gehorchen. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für diese Zeit, wo wir den Tempel bauen dürfen und dass wir dieselbe Erfahrung machen dürfen wie die Juden damals, als sie den Tempel bauten. Und bitte hilf uns, dass wir ihn nur gemäß dem göttlichen Muster bauen, dass letztendlich wir den Charakter Christi entwickeln können und diese ganzen Feindschaften unter uns und alle Bitterkeiten und Groll und alles aus uns herauskommen kann und wir wahrlich mit deinem Geist erfüllt werden können. Deswegen bitte hilf uns, dass wir diese Warnung ernst nehmen, dass wir das nicht vergessen, dass wir nicht wie dieser Mann sind, der in das Gesetz der Freiheit schaut und dann weggeht und wieder vergisst, wie er aussah, sondern dass wir das mitnehmen und dass wir wirklich uns überprüfen lassen von dir und dann letztendlich unser eigenes Herz erkennen, was so überaus trügerisch und bösartig ist und nur du kannst es ergründen. Deswegen bitte hilf uns, dass wir uns nicht selbst täuschen, dass wir nicht denken, wir wären schon im Frieden mit dir und wir sind es gar nicht. Und hilf uns deswegen, dieses tiefgehende Werk zu tun, damit wir dir, dem Richter, auch in Frieden begegnen können. Und wir bitten und danken dafür in Jesu Namen. Amen. Dear Heavenly Father, I thank you also that you are impressing our hearts through all these words. And Father, I want to ask you that you please help us to take this conviction, this
mindset that we have right now in our daily working with you, and not to be like two persons in one. Just help us to exercise what we are learning outside of the class, and help us to understand that we need you in order to achieve all these good things. And what I mean by that is not to hate our brothers and to have peace. It will be a wonder. So you are the only one who can help us to get this. I'm asking you once more that you help us to understand this message, and that you'll continue to cleanse our hearts from every defilement. In Jesus' name, amen. 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 Heavenly Father, we thank you for this message you give us. Please help us to be cleansed of all this selfishness and all these grudges that we have towards you and our brethren, and you would take us make us according to your will, that we can be set free from all self-exaltation and that you would help us to humble ourselves before you and enable us to do that what seems to be impossible for ourselves. Amen. Amen. Mein Vater, ich danke dir für dieses Studium, das wir haben dürfen, für die Erinnerung und Ermahnung. Und ich bitte dich, dass du uns diese dunklen Stellen zeigst in unserem Herzen, dass du sie hervorholst und dass du uns auch den Willen gibst und die Überzeugung, dass wenn wir darum bitten, dass wir es auch meinen, dass wir es wirklich ernst meinen und nicht in irgendeine Gewohnheit verfallen und letztendlich doch so bleiben, wie wir sind, Herr, sondern dass wir diese Aufopferung wirklich wollen. Gib uns das, was uns dazu fehlt, und lass uns nicht über Dinge hinwegsehen, die wichtig sind, dass wir sie sehen. Gib uns den Glauben, das Vertrauen in dich, das, was es braucht, um diesen Weg zu gehen. Und nimm uns bitte all das weg, was uns davon abhält. Dafür danke ich dir in diesem Namen. That you give us. I pray that you help us to make the right one. I pray that you help us to be able to love each other. I pray that you help us to put aside all our evil things that we might be holding against one another. And I pray that you help us to put our hearts in the right place and towards the right direction. I pray that you give us the strength to resist Satan's temptations, and also to pray for all the people that struggle at this time, that you be with them, that you help them to make the right choice, and pray that you bless us in Jesus' name. Amen. Mancher Vater, ein für das Studium, das wir haben konnten. Bitte hilf uns, diese Dinge zu Herzen zu nehmen, vergib uns unsere bösen Gedanken. Hilf uns, dich zu lieben
Father, I want to thank you for the street testimony. It says that you have not a respect of persons, and that the reproof comes to us all. And we all need to search our hearts and examine ourselves by every word of God to see where we fall short, and let each one of us spend much time in prayer, examining and asking for a revelation of the faults and failings that we have, and the hidden evils that are lurking there in our hearts that we might not be aware of, or maybe we're just denying that it is there. But I pray that you reveal those things to us, that we might confess them, that when we bring our offering to the sacrifice, or the sacrifice to, as an offering, that you would accept it. Please search our hearts and know us, and try our thoughts, Lord, and see if there be any wicked way in us, and lead us in the way everlasting. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. Dear Father, thank you for das Studium, danke für den guten Tag. Bitte gib uns jetzt noch eine gute Nachtruhe, und dass wir auch morgen einen guten Tag haben. Will ich umfreien?